So, da bin ich wieder zurück. Ich weiß, ich hatte eben erst einen Livestream, habe dann noch das Video gemacht zu den Geschenken. Jetzt haben wir aber eine Neuigkeit noch drin. Ich habe nur gerade rumgeguckt, was ist sonst noch gerade bei Fortnite so los. Und wir sehen es schon hier oben rechts. Falls ihr noch im Spiel drin seid, startet einfach das Spiel neu. Nämlich, wir bekommen Reaktiviere einen Freundsist zurück. Da bekommen wir einmal die Lackierung, einmal hier die zwei Pickaxe, dann dieses, ist es ein Spray? Ich denke ja. Und den Hängegleiter. Wir gucken uns das Ganze gerade mal schnell im Video zusammen an. Ich habe es auch noch nicht gesehen, also würde ich sagen, Abfahrt. Die sieht nice aus. Ja, ist ein Spray. Okay. Das sieht gut aus. Mehr erfahren. Zack, da sind wir schon. Ihr werdet automatisch auf diese Seite hier gelotst, aber ich werde die Seite natürlich für euch auch hochladen. Warte mal, jetzt muss ich hier gucken. Bildschirmaufnahme. Zack. Habe ich es hier richtig? Ja. Da sind wir. Falsche Bildschirmaufnahme. Zack, da sind wir. Ich habe mich nämlich auch schon eingeloggt auf der Seite. Was müssen wir machen? Also, bereit zur Reaktivierung. Lade bis zu 3 teilnahmeberechtigte Freunde ein, spiel zusammen Matches und schaltet Belohnungen frei. Das Ganze gilt also ab jetzt. Erhalte 100 Punkte für das erste Match mit diesem Freund. So. Sind hier zufällige? Ach Gott, das sind ja alle. Oh, 109 Seiten. Ja, da habe ich ja was zu tun. So, dann müsst ihr euch halt da einen aussuchen. Am besten euren besten Kumpel, mit dem ihr eh immer zusammenspielt. Ich werde dann noch gucken, mit wem ich das zusammen mache. Ich denke mal, Luca wird sich da bereit erklären. Oder halt, ich nehme meinen Sohn morgen dazu. Aber den haben wir gerade schon ins Bett geschickt. Aber warte mal. Ach, das sind nur die. Da ist er schon, Luca. Zuletzt online vor 9 Monaten, vor 4 Monaten. Dann muss er halt mit seinem alten Account nochmal online kommen. Wen haben wir denn noch alles hier? Gott, ist ja eigentlich richtig interessant, wen man alles so hat. Das letzte Mal gespielt vor 5 Monaten. Kennen wir hier noch ein paar? Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Dann könnt ihr halt diese 3 Freunde einladen. Und wenn ihr mit denen zusammen ein Spiel macht, kriegt ihr halt direkt 100 Punkte. Wenn ihr 100 Punkte erreicht habt, bekommt ihr dieses Spray schon. Für eine Runde spielen. Für 400 Punkte bekommt ihr die zwei Pickaxe. Für 300 Punkte den Gleiter. Für 200 Punkte die Lackierung. Jetzt passt auf. Ihr könnt natürlich, wenn ihr ganz viel Glück habt, ihr habt 3 Freunde, die ewig kein Fortnite mehr gespielt habt, habt ihr innerhalb von 3 Runden 300 Punkte. Habt ihr quasi schon das Spray, die Lackierung und den Gleiter. Wird natürlich schwierig sein. So, wir bekommen aber auch 10 Punkte für jedes Match, das du mit einem neuen Mitglied deines Reaktiviere-ein-Freund-Teams spielst. Ich denke mal aber, dass das anders gemeint ist, dass man auch ganz simpel einfach nur mit irgendeinem Freund spielen kann und dafür 10 Punkte bekommt. Es sind halt dann 40 Runden. Ist natürlich schon heftig, würde ich behaupten. So, du hast niemanden, mit dem du reaktivieren kannst, kein Problem. Nicht jeder hat Freunde in seiner Freundesliste, die schon seit mindestens 30 Tagen kein Fortnite mehr gespielt haben. Das muss aber nicht heißen, dass du auf den ganzen Spaß verzichten musst. Lade einfach Spieler von deiner Freundesliste ein, spiele zusammen mit ihnen Matches und schalte Belohnung frei. Hinweis: Wenn du Freunde hast, die für das Reaktiviere ein Freundprogramm in Frage kommen, spielst du mit ihnen, um Punkte zu erzielen. Okay. So, ich hatte die Seite aber hier nochmal offen. Das Ganze geht, wie gesagt, bis zum 26. April. Das ist klar. Hier auf der Seite waren wir. Man kann bis zu 3 Leute reaktivieren, aber ich denke mal, ich nehme da einfach Freunde, die wir logischerweise schon, die auch aktiv sind, weil das hat wirklich mit Glück zu tun. Deshalb, vielleicht kriege ich es hin, dass der Luca seinen alten Account aktiviert. So, was gibt es noch zu beachten? Wer kann teilnehmen? Jeder kann teilnehmen, das ist schon mal gut. Wie lange geht es? Habe ich ja eben gesagt, bis zum 26. April um kurz vor 9. Die Belohnungen, gut, die sind wir eben durchgegangen. Hängekleider, die zwei Spitzhacken, also eine Spitzhacke, zwei Varianten. Und das Spray, Lackierung, Hängekleider, Spitzhacke, gut. Sind diese Belohnungen exklusiv? Diese sind nicht exklusiv. Die Belohnungen, die von Bla, wurden noch nie veröffentlicht, okay.
und werden in den Shop kommen. Also das hier steht hier klipp und klar, die werden definitiv in den Shop kommen. Wie erhält man die Belohnungen? Die eingeladenen Spieler sowie die Spieler, die die Einladung ausgesprochen haben, können Belohnungen freischalten, indem sie zusammen Matches spielen. Belohnungen werden eurem Konto innerhalb von 7 Tagen, nachdem sie durch Spielfortschritt freigeschaltet wurden, gutgeschrieben. Für das erste Match mit reaktivierten Spielern erhalten beide Spieler 100 Punkte. Spielt ihr danach noch ein Spiel, bekommt halt jeder 10 Punkte. Welche Freunde sind teilnahmeberechtigt? Logischerweise wegen den 100 Punkten, die 30 Tage nicht online waren. Was kann man tun, wenn man keine Freunde hat? Kein Problem, auch wenn ihr keine Freunde mehr reaktivieren könnt, Punkte verdienen, wenn ihr irgendeinen Freund auswählt. Pro Match, ihr haltet jedoch nicht den 100-Punkte-Bonus für das erste gemeinsame Match. Also, wenn, nehmt 3 Freunde, mit denen ihr definitiv dann eine Runde spielen könnt. Also es funktioniert wohl auch so, die müssen keine 130 Tage weg gewesen sein, sondern können auch aktiv sein. Also quasi, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal einfach Schleuderaffe, Hans und Luca. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste ich dann eigentlich direkt 300 Punkte kriegen. Was passiert, wenn sich die eigene Freundesliste verändert? Eure Liste Teilnahmefreunde wird festgelegt, wenn ihr euch das erste Mal auf der Webseite des Programms anmeldet. Das Hinzufügen oder Entfernen von Freunden zu einem späteren Zug ändert nichts mehr daran, wer teilnahmeberechtigt ist. Also, es funktioniert nur mit Leuten, die jetzt, wenn ihr euch auf die Seite einloggt, die jetzt auf eurer Freundesliste stehen. Und man kann maximal 3 Freunde reaktivieren. Wann erhält man die Belohnung? Die Preise werden innerhalb von 7 Tagen. Gut, das haben wir ja gemacht. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren, wer da mit mir noch mitmachen will. Weil ich habe halt, wie gesagt, wie ihr seht, hier noch keinen ausgewählt. Wir werden, denke ich mal, morgen das Ganze dann machen. Beziehungsweise, wenn ihr noch Platz habt, könnt ihr mich natürlich auch anfragen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob ich dann eine Nachricht bekomme. Das kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Weil ich will jetzt hier auch keinen unbedingt anklicken. Weil mir werden logischerweise nur die angezeigt, die jetzt schon ewig nicht mehr da waren. Warte mal, wie heißt denn der Luca jetzt? Oh Gott, warte mal, ich suche mal gerade meinen Sohn. Ne, Adrian ist auch nicht drin. Warte mal, kann man hier noch sortieren? Sortierung nach zuletzt gespielt, warte. Gott, ey, das ist irgendwie aber trotzdem schwierig, hier Leute rauszufinden. Ich muss mich da mal richtig hinsetzen, wie man das am besten macht. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch da irgendwie weiterhelfen. Ihr seht selber, es ist noch ein bisschen irritierend. Aber ihr könnt euch die Seite auch selber nochmal angucken. Und eventuell werden wir es auch morgen schon im Stream machen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Euch viel Spaß beim Spielen der Belohnungen. Und in dem Sinne, haut rein.